So, noch knapp 1,5 Kilometer, die mich trennen vom Hovenring. Da drüben sieht man schon die Spitze der Aufhängung des schwebenden Kreisverkehrs. Ja, Leute, das ist doch mal eine geile Sache hier, oder? Fein. Ich fahre jetzt zum zweiten Mal hier rum. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also eine geile Konstruktion. Du schaust hier auf den Verkehr hinab und hast dann als Radfahrer nichts mehr zu tun. Also besser geht's nicht. Ja, wer erfindet sowas? Natürlich die Niederländer. Ich vermute es zumindest mal. Ja, zumindest ist es hier der erste hängende, schwebende Kreisverkehr der Welt. Und das lohnt sich hier, diese Geschichte mal anzuschauen. Ja, das war doch schön anzusehen. Prima, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe gedacht, das Wetter ist ein bisschen schöner und ich fange hier die Sonne ein bisschen mit ein. Naja, hat nicht sollen sein. Egal. Für mich geht es jetzt weiter nach Feldhofen. Und dort will ich mal gucken, dass ich mal einen leckeren Kaffee bekomme. Wir haben inzwischen schon 10.54 Uhr, 30 Kilometer auf dem Kopf. Jo. Weiter geht's und mein Endziel für heute wird wahrscheinlich in Belgien liegen, und zwar die Stadt Hasselt in Belgien. Ich habe hier gerade ein Café entdeckt, Lunchroom The Post. Ja, da gehe ich mal eben rein, schlürfe mir einen leckeren Kaffee und dann geht's weiter. Eine richtig schöne, gemütliche Location habe ich hier erwischt. Trink mir hier einen leckeren Kaffee. Ja, prima. Besser geht's nicht. Ja, nach dem Kaffee ist auch noch ein kleines Bierchen hängen geblieben. Alles gut, prima. Jetzt geht's gestärkt weiter Richtung Belgien. Uhr angekommen in Waalre bei Kilometer 37, 17 Grad und die Sonne hat sich immer noch nicht blicken lassen und jetzt muss ich durch den Kreisverkehr. Jetzt geht die Kamera mal kurz weg.
Uiui, ein sehr gepflegter Straßenzug hier. Dreiundvierzig Kilometer auf der Uhr und angekommen in Dommelen. Wie alt mag dieses Wasserrad hinter mir schon sein, wenn das so aussieht? Ja, und weil das Flüsschen der Dommel heißt, sind wir hier auch in Dommelen. Ja, und Dommelenbier gibt es hier wohl auch. Ich sah gerade ein Schild an der Kneipe. Und so wie es aussieht, fahre ich genau auf die Brauerei zu. Ja, Dommelsche Bierbrauerei, anno 1744. Oh ja, darum ist der Schornstein schon so schick. Ja, ich bin jetzt viel durch Wohngebiete durchgefahren, durch Industriegebiete und jetzt wird es wieder ruhig. Jetzt fahre ich durchs Naturschutzgebiet de Malpy und dann komme ich in 7-8 Kilometern an der belgischen Grenze an. Ich habe es ja heute Morgen schon angesprochen, mein Etappenziel für heute ist Belgien. Und zwar irgendwo in der Region oder in der Nähe des Städtchens Hasselt. Und dort in der Nähe gibt es eine Attraktion, die nennt sich Fietsendort Water. Da führt quasi eine Brücke, eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke mitten durchs Wasser. Und zwar nicht oberhalb, sondern unterhalb des Wasserspiegels. Ja, und das ist mein nächstes Ziel. Eigentlich wollte ich heute dort ankommen, aber durch die Verzögerung gestern weiß ich nicht, ob ich es heute schaffe. Ansonsten geht es morgen früh weiter dorthin. Herrliches Naturschutzgebiet hier, de Malpy nennt sich das, hatte ich ja eben schon angedeutet. So eine Art Heidelandschaft hier mit Feuchtgebieten dazwischen. Ja, neben der Heidelandschaft sieht man hier rechts von mir auch noch mal die Feuchtgebiete. Oh, hier muss ich auch mal eben vom Fahrrad runter. Ein wunderschöner Ausblick hier im Naturschutzgebiet de Malpy.
Ja, hier genau ist der Grenzpunkt zwischen Niederlande und Belgien. Ich radle jetzt in Belgien weiter bei 17 Grad zurzeit und Windstärke 6. Absolut heftig im Moment. Ich hoffe, das legt sich noch. Aber zumindest ist die Sonne jetzt rausgekommen. Das ist ja schon mal was, ne? Und hier geht es immer weiter schnurstracks geradeaus. Ich denke, ich habe eine alte Bahnlinie erwischt, eine Bahntrasse. Aber das mache ich ja gerne, Bahntrassen radeln. Ich fahre demnächst auch nochmal ins Bergische Land, Wuppertal, Solingen, da in der Ecke. Da will ich nochmal radeln. Schöne Sache. Ja, hier hinter mir eine Fahrradreparaturstation. Man kann hier ein bisschen Luft tanken oder seinen Reifen reparieren. Schön gemacht hier am Bahntrassenradweg in Belgien. Ja, die Belgier, die haben ein ähnlich gutes oder vielleicht sogar noch besseres Fahrradnetz wie die Niederländer. Mit den Knotenpunkten waren die übrigens als erste da. Schon vor 25, 30 Jahren gab es das hier in Belgien. Ja, somit sind die ganz weit vorne. Gut, für mich geht es weiter Richtung Hasselt. Dort drüben geht es weiter. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe noch gar kein Zimmer für heute Abend. Ja, ich komme jetzt gleich in Neerpelt rein. Das ist ein kleines Städtchen, aber ich denke, da werde ich wohl irgendwo was finden, wo ich mein Handy mal auspacken kann und nach einem Zimmer suchen kann und vielleicht mal ein Happen Essen zu bekommen. Irgendwie so ein Oudsmijter geht immer. Oudsmijter ist seine niederländische Spezialität, Spiegelei mit Brot. Ah ja, ich vergaß. Man kann auch meistens zwischen braunem und Weißbrot wählen. Und Schinken und Käse gibt es manchmal auch noch dazu. So, welches Flüsschen überqueren wir hier denn? Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Na, egal. Weiter geht's. Ja, sowas beschäftigt mich dann doch. Ich musste mal eben nachgucken. Das war ein Kanal. Kanal von Bocholt nach Herenthal. Oder Herenthei. Hier sind viele Schüler unterwegs. Wahrscheinlich ist die Schule geradeaus. 13.39 Uhr, 61 Kilometer auf der Uhr. Hier geht es immer noch an der Bahntrasse entlang. Ich bin jetzt gerade angekommen hier am Bahnhof in Neerpelt. Altes Bahnhofsgebäude, wird gerade schön saniert hier.
Factory 10, so nennt sich das Anwesen hier. Was auch immer hier drinnen steckt, keine Ahnung. Ein Brotautomat, das ist doch mal eine Geschäftsidee und wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte. Den habe ich bei uns so in der Form noch nicht gesehen. So einen Brotautomaten. Fein. Oh, die belgischen Streitkräfte üben fleißig. Jetzt wird es aber heftig hier. Ja, Kindheitserinnerungen vom Flughafen Weeze. Die Starfighter, die flogen ganz tief über unsere Häuser hinweg. Da haben wir uns als Kinder immer die Ohren zugehalten. 15 Uhr. 25 Kilometer 76, immer noch auf den Bahntrassen unterwegs. Rechts und links ein paar Feuchtgebiete jetzt. Ziemlich viel Wind. Gerade war es mal recht windstill, aber im Moment geht die Post wieder ab hier. Wie oft muss man diesen Rasen mähen, bis der so wird, wie er ist? Wahnsinn, bestimmt für Rollrasen gedacht oder sowas. Oder vielleicht bedienen sich die Golfplätze ja auch. Ich bin jetzt von der Bahntrasse runter. Ja, ein bisschen Abwechslung tut ja gut. Und ich folge aber weiter dem Fahrradknotennetzwerk hier in Belgien. Ich habe die Strecke darüber geplant. Da weiß man immer, was man hat. Da weiß man zumindest, dass man nicht irgendwie auf unwegsames Gelände kommt. Ja, Ausnahmen gibt es natürlich, klar, aber in der Regel in Holland und in Belgien vermutlich nicht. Ja, hier in Belgien ist das Radknotennetz bestens ausgeschildert. Die Schilder sind sogar noch ein bisschen größer als in den Niederlanden, also nicht zu übersehen, wirklich. Top. Und es fehlt an keiner Kreuzung ein Schild. Man findet die Knotenpunkte blind. Große Klasse. Oh, was ist das? Ein Flieger im Garten. Ha! Ist ja mal interessant. Aber näher komme ich leider nicht ran. Hier ist der Zugang verboten. Ja, da halte ich mich natürlich dran, ne? Privatsphäre respektieren. Auf geht's. Weiter in der Sonne radeln hier. Fein. Ich habe noch 13 Kilometer bis zu meinem nächsten Ziel. Und zwar die Brücke im Wasser, hatte ich ja schon erläutert. Fietsen door het water, sagen die Holländer oder die Belgier auch. Und mal sehen, was dieses Highlight bringt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich radel hier gerade durchs Naturschutzgebiet Mangelbeek, Wallei. Ziemlich viel Feuchtgebiete hier rechts und links. Und schon wieder eine Zählstation für Fahrräder. Diesmal bin ich 588, heute Morgen 717. So, hier fahre ich mal ein bisschen langsamer vorbei. Hier gibt es ein paar Kunstwerke. Passend zum Thema Fahrrad. Ich fahre noch mal eben links vorbei. Ja, Hut ab. Wer sowas kann, perfekt. Schön, besser als diese öden Betonwände. Allemal super. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen verfahren. Ich radel jetzt in Zonhofen rein, da werde ich wohl wieder auf meine Strecke kommen. Ein Eis wäre jetzt nicht schlecht. Mal gucken, ob es in Zonhofen eine Eisdiele gibt. 21 Grad sehe ich übrigens gerade. Schade, leider keine Eisdiele dabei. Zumindest nicht auf der Hauptstraße. Ja, egal, vielleicht bekomme ich heute Abend in Hasselt noch leckeres Eis mit Sahne. Ho, was ist das denn für ein Hexenhäuschen hier? Noch 1,2 Kilometer bis zur Brücke. Ich ahne Fürchterliches. Hier stehen Autos ohne Ende. Ist das wirklich so eine Sensation? Na, ich bin mal gespannt. Vizendorad Water. Wir sind gleich da. Na, hier gibt es auch schon die ersten Hinweisschilder. Das scheint doch eine Attraktion zu sein. Hier warten mehrere. Dann schauen wir mal. Ja, ich habe es erreicht. Mein zweites Ziel, Vizendorad Water. Wunderschön hier, fein. So was habe ich auch noch nie erlebt. Klasse. Das ist aber echt eine Touristenattraktion hier.
Ja, super. Ist doch mal was ganz anderes, ne? Schön. Und wieder raus hier. Ja, wunderschön gemacht hier. Klasse Idee. Toll. Hier ist übrigens ein Gebiet mit vielen Seen und Landschaften. Aber wir haben schon so spät. Wir haben schon 16:30 und der Himmel sieht nicht so toll aus. Ich habe noch 10 Kilometer bis zu meinem Hotel in Hasselt. Ich werde jetzt noch mal andersrum über die Brücke fahren und dann zu meinem Hotel. Ich denke, das reicht für heute. Ich habe 96 Kilometer bisher, kommen noch mal 10 dazu. Vielleicht mein persönlicher Rekord heute. Schauen wir mal, der liegt bei 107, glaube ich, ja. Na komm. Na, ich habe leider kein Brot mehr dabei. Ja, wunderschöne Natur hier und eine tolle Idee, was die hier gemacht haben. Schön. Ja, bei starkem Wind schwappt auch schon mal Wasser rüber hier, so wie jetzt. Und dann, wo geht's hin? Wahrscheinlich wird es wieder hochgepumpt. Keine Ahnung. Ja, hier wollte ich immer schon mal hin, stand schon verdammt lange auf meiner Bucketlist. Jo, jetzt habe ich es gesehen und es lohnt sich auf jeden Fall, sowas mal zu beobachten hier, zu besuchen. Toll, richtig gut. So, jetzt suche ich mir mal eben eine Strecke zum Hotel und dann geht's auf 10 Kilometer noch. Bisschen komplizierte Verkehrsführung hier ins Städtchen Hasselt rein. Ich muss jetzt über den Albertkanal, aber hier ist überall Baustelle. Angekommen in der Innenstadt von Hasselt. Ich suche mir jetzt schon mal ein Lokal, wo ich heute Abend essen kann. Ansonsten habe ich noch 1 Kilometer bis zum Hotel. Max 1 Kilometer. Ich sage schon mal Tschüss für heute. War eine tolle Tour. Alles das gesehen, was ich sehen wollte. Jo, jetzt geht's ab ins Hotel. Ich habe jetzt 103 Kilometer. Mir reicht es jetzt auch. Mein Hintern tut schon ein bisschen weh, von daher alles prima geklappt heute. Ich hoffe, das Hotel ist noch einigermaßen. Ja, dann bin ich doch mit dem Tag zufrieden. Eventuell werde ich gleich noch mal eben kurz eine Roomtour machen, wenn ich es nicht wieder vergesse. Oder vielleicht lohnt es sich ja auch nicht. Weiß ich ja nicht, welche Kaschemme ich da ausgesucht habe. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Tschüss und morgen geht die Radreise weiter.
Yes, lokale Saat. Da finde ich bestimmt was heute Abend. Fein. Angekommen am Hotel Century hier mitten in Hasselt. Ich bin mal gespannt, ob ich hier mein Fahrrad vernünftig abstellen kann. Oh je, da habe ich nicht nachgefragt. So, angekommen auf dem Zimmer hier. Ich habe ein kleines Einzelzimmer gebucht hier. Aber für mich reicht's. Ausstattung ist auch prima. Hab schon alles gesehen. Hier ist ein Ausgang. Ein Fenster zur Straße hin. Da ist bestimmt noch Randale heute Abend. Aber egal, ich will ja auch noch raus. Ich will noch ein bisschen essen gehen. Von daher kein Problem. So, jetzt schaue ich mal ins Badezimmer rein. Ja, alles da, was man so braucht. Dusche sieht ziemlich modern aus, Waschbecken auch. Ja, prima. Dann sage ich jetzt endgültig Tschüss bis morgen. Morgen geht meine Radreise weiter, vermutlich bis Aachen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe morgen. Und dann von Aachen aus mit dem Zug nach Hause. Mal sehen, vielleicht übernachte ich auch noch in Aachen. Und fahre am nächsten Tag mit dem Zug nach Hause, je nachdem, wie spät es morgen wird. Schauen wir mal. Ich habe heute auf jeden Fall 103 Kilometer geradelt. Mir reicht's jetzt. Ich setze mich gleich gemütlich irgendwo hin, trinke ein Bierchen und esse mir noch irgendwas. Schauen wir mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.